Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sitzen in der Arti und wer Arti nicht mag, kann jetzt gerne wieder abschalten. Für alle anderen, wir spielen die Hummel Tier 6 Artillerie der Deutschen. Bin jetzt schon ein paar Runden gefahren und muss einfach mal sagen, das Matchmaking ist phänomenal. Ich habe das Gefühl, die Hummel hat South Scout Matchmaking. Ich war jetzt noch nicht einmal Top Tier. Don't know. Well, egal. Tier 6 Arti. Ich habe sie mir einfach mal wieder geholt, um zu überprüfen, wie gut ich sie halt tatsächlich... Hau ab! Wie gut ich sie wirklich fand. Oder ob das nur so... Naja, wie soll ich denn sagen? So eine subjektive Sicht war. Ich stelle mich nicht genau hinter dich. Das ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich. Sie soll ja gut sein, die Deutschen, auch so auf Tier 6 und so. Naja, wir gucken mal, was wir so machen können. Warum leuchtet der T-34-85 so hellgrün da? Ich weiß es nicht. Hier will ich hin. Ja, ja, ja. Beziehungsweise wir drehen uns mal ein Stück. So. Die Einzielzeit, das ist eine 75% Mannschaft mit Schokolade. Einzielzeit ist noch ein bisschen schwierig. Nachladezeit ist, ja, geht runter. So langsam. Ansonsten. Ja, guck mal, da ist doch schon mal was. Fahr weiter vor, Experimente. Da musst du hinfahren. Komm schon. Ah. Die deutschen Artis haben ja eher so großen Alpha. Splash und so ein Spaß. Relativ schlechten Schusswinkel. Wow. Okay. Ja, der freut sich schon mal. Die Arti hat schon mal ihren Soll erfüllt. Tiger 2. Der muss ein Stück weiter vor. Dann könnten wir auch auf ihn wirken. Da leider nicht. Ferdinand auch nicht. Die müssen irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Jetzt vielleicht. Natürlich, wir schießen genau zwischen den Ferti und den Tiger 2. Ja, die Genauigkeit ist auch auf der 6er Arti, naja, wie soll man sagen? Nicht so toll. Immerhin, der Vorteil eines 8ers Gefechtes ist ja meistens, dass die einen Ticken länger gehen und nicht so schnell sind. Dementsprechend können wir jetzt vielleicht auch aufgrund unserer langen Reloads hier irgendwas machen. Hallo Super Pershing. Ich ziele 3 Meter hinter dem Panzer und der Schuss fliegt 2 Meter vor ihm in die Erde. Yay. GG, RNG. Ich mag dich auch. Die stehen auf jeden Fall da gut für uns. Wenn der Easy 2 da noch eine Weile überlebt, können wir dem da auch noch ein bisschen helfen. Hier ist 6er noch als Backup. Das sollte schon irgendwie gehen. Und wir haben jetzt auch gleich wieder nachgeladen. Tiger 2, mein Freund. Ja, der Splash, der macht heute. Wow, voll eingezielt. Keine Ahnung, wo der getroffen hat. So. Jetzt ist die Frage, ob wir da überhaupt noch einen Schuss rauskriegen oder ob wir da nichts mehr abbekommen. Auf den Tiger 2 kommen wir so nicht. Wir müssen uns an den Super Pershing halten. 5 Sekunden noch. Ah, Tiger 2 mit Sidescrapen. Hallo Tiger 2. Hallo Tiger 2. Der Schuss wäre aber auch vorbeigegangen. Ja, das ist halt... Was soll man sagen? RNG. Es ist einfach fucking RNG. Wow, und unser IS-3 macht einen Teamkill. Warum? So, T-44. Yay, immerhin. Wir gucken mal. KV-85. Da will jetzt auch die M-40 wieder drauf schießen. Kommen wir auf den Tiger. Ah, kommen wir sogar. Wenn der dort noch stehen bleibt. Wir zielen ein. Da steht noch mehr. Der fährt nicht wirklich runter, oder? Doch, tut er.
Was macht der denn da? Ah, sterben. Lol. Das war jetzt irgendwie nicht schlau von dem Jagdpanther. Ich hoffe, dass der KV-85 es hinbekommt, den... Ja. Und irgendwo hier oben tingelt noch ein Ferdinand rum. Der war zum Schluss irgendwo hier offen. Und wir haben jetzt wieder Nachladen. Der IS-3 ist scheinbar gebannt worden. Ja, der GW Panther schreibt es auch. Wo ist der Ferdinand? Er ist vermutlich nicht vorgefahren, sonst hätte der IS-3 ihn da aufgemacht. Die Frage ist, ob er jetzt irgendwo so steht, dass wir auf ihn wirken können. Ah, der IS-6 sucht ihn. Er hat leider keinen Support, das ist das Problem. Der Ferdinand kann auch locker auf B23 gefahren sein. Keine Ahnung. Oder er hat es geschafft, wirklich zurückzufahren. Die M40 will den KV-85 rausnehmen. Und wir gucken, dass wir irgendwie den IS-6 unterstützt kriegen. Ich ziehe mal ein bisschen um. Die Hummel hat den Vorteil, dass sie auch ein relativ breites Schussfeld hat nach links und rechts. Man muss nicht so oft umzielen. Da ist die Arti. Ja, kommen wir da irgendwie drauf? Höchstwahrscheinlich geht die drauf, bevor wir irgendwas machen können. Ach, bleibt sie stehen. Ich habe gedacht, die lässt sich droppen nach hinten. Gut. Da ist der Ferdinand. Aber da kommen wir auch gerade so nicht drauf. Keine Chance. Der müsste irgendwie dahin fahren. Tut er auch. Und wir haben noch 3, 2. Der hat getroffen. Ich glaube, der Schuss hat getroffen. Komm, IS-6. Der fährt eh in die Richtung hier. Der weiß gerade nicht, wo du bist. Der ist irgendwo hier. Komm schon, trau dich. Wie schnell ist der? Wie schnell ist der Ferdinand? Das gibt es doch gar nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn getroffen habe. Da ist er. Ja, zu weit hintergezielt. Ja, der ist nach vorne weggefahren. Mist. Da ist er. Da können wir sogar hinwirken, wenn er offen bleibt. Schuss fliegt. Boah, Splash, weil er sich gerade wieder bewegt. Okay, die M40 macht's. Ne, die GW Panther. Und dann gucken wir mal, dass wir auf irgendeine der Artis noch drauf kommen. Ich habe noch 14 Sekunden. Die AMX steht da oben im Busch. Vielleicht kriegen wir sie ja noch. Komm schon. 3 Sekunden, 2, 1. Schuss fliegt. Ist wohl weggefahren. Ja. Na gut, mal gucken, wie viel wir noch auf dem Ferdinand gemacht haben. Ich hoffe etwas. Aber wir haben halt auch gesehen, gerade am Anfang, dieser minimale Splash-Damage. Es ist halt, ja, das macht halt Arti-Fahren aus und dann braucht man wirklich die Lol. Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist doch jetzt ein Scherz. Das ist ein Panzerass gewesen? Okay, also ich weiß nicht warum, ich mache in letzter Zeit dann doch einige Esser mal wieder. Wie viel haben wir dem Ferdinand jetzt gezogen? Also wir haben ihn zweimal getroffen für insgesamt 1090 Schaden.
Ja, gut, wir haben den Super Pershing beschossen, das war Tier 8. Wir haben den T-44 beschossen, das war Tier 8. Wir haben den Tiger 2 beschossen, das war Tier 8. Wir haben der Jagd Ferdinand Tier 8, Jagdpanda 1, Tier 7. Wir haben natürlich auch nur auf höherwertige Ziele geschossen. Unterstützungsschaden haben wir keinen gemacht. Insgesamt waren das jetzt 2530 Schaden. Ja, so what? Zwei Kills. Und man bekommt mit einer Hummel mit 940 Basiserfahrungspunkte schon ein Panzerass. Okay. Ja. Ich nehme das jetzt so hin. Ich finde das trotzdem ein bisschen spooky. 35.000 Credits nehmen wir mit nach Hause. Und 1410 Erfahrungspunkte mit Premium-Account. Es war nicht der Tagessieg. Den habe ich irgendwie vor bei einem anderen Gefecht gemacht. Ja. Ich lasse es mal bei der einen Runde so stehen. Ne? Wir müssen es ja mit der Artillerie nicht übertreiben. Hummel scheint auf jeden Fall, wenn dann mal der RNG so ein Ticken auf deiner Seite ist, ganz witzig zu sein. Mal gucken, wie die sich dann wirklich fährt, wenn die Mannschaft auf 100% ist. Denn die Einzielzeit ist natürlich ein bisschen, ja, die ist noch ein bisschen anstrengend, muss man sagen. Ich hoffe, dass ich das dann mit der besseren Mannschaft auch noch ein bisschen verbessert. Ich habe ja auch einen Waffenrichtantrieb eingebaut. Also ich werde die auf jeden Fall eine Weile behalten oder auch dauerhaft jetzt in der Garage behalten. Einfach um für diejenigen, die sich für Artillerie interessieren, so ein bisschen immer mal ein paar Videos zu bringen. Jetzt nicht unbedingt 5 Stück die Woche, aber ja. Also ich finde, man, auch wenn man über Arti meckert, man muss sich halt auch mit der Arti selber ein bisschen auseinandersetzen. Und wenn man da hin und wieder mal ein paar Arti-Runden fährt, ist das meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung. Man muss halt einfach nur vorher ein paar Baldrian-Tabletten schlucken, weil man halt wirklich, das weiß ja auch jeder, vom Zufallsgenerator oder wie man so schön sagt, RNG, Random Number Generator, so ein bisschen einfach abhängig ist. Es hat halt, ob der Schuss am Ende trifft, hat wirklich rein gar nichts mit Skill zu tun. Und ja, das macht das Arty-Spielen zumindest in großen Teilen so ein bisschen, ja, zum Glücksspiel einfach. Aber das wissen wir ja schon. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir eure Meinungen über die Hummel in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.